Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spider-Man! Wir haben, oder ich habe, gerade den Code, wie gesagt, vom Vorbestellerbonus eingegeben. Und wie ihr sehen könnt, haben wir drei neue Anzüge. Und zwar einmal den hier. Ich finde, der erinnert mich so ein bisschen an Iron Man. Finde ich eigentlich ganz geil. Den werde ich jetzt erstmal kurz lassen. Dann haben wir den hier noch. So mega metallic, so ein bisschen R2-D2 mäßig. Ne, C3PO heißt er, ja. Und hier haben wir noch einen Punker. Vor allem mit Chucks. Guck mal, der hat Chucks an. Richtig gut. So. Flup. Folgt Red mir schon lange? So, dann gucken wir mal, was haben wir noch? Okay, wir haben noch eine Gitarre. Alter, da haben wir noch mehr Arme, quasi. Okay, das ist sehr creepy, Alter. Die Schockwelle finde ich kacke. Das fand ich eigentlich echt ganz geil. Aber wir nehmen mal die Arme, Alter. Crazy shit. Hier ist auch die Boni. Ja, ja, habe ich jetzt. Anzugskraft. So. Hier haben wir nichts Neues. So, Geräte haben wir auch noch was. Nee, doch die Drohne, die hatten wir doch schon. Spider-Drohne. Warum steht da neu? Keine Ahnung, warum da neu steht. So, Fähigkeiten. Wir haben 8 Fähigkeitspunkte. Holy shit. Okay, wartet mal. Ich hätte gerne noch. Halte in der Luft gedrückt, um meinen Gegner in Höhe zu reißen. Das ist auch ganz geil. Ja, hier. Nee, warte mal. Irgendwo konnte man sich doch noch vorschießen. 2-mal. Ja, das brauche ich noch. Alter, das ist auch gut. Bisschen hier Fortbewegung. Seit dem VBT-Stream, okay. Okay. Plus 6 Boni. Alter, okay, nice. Das ist ja auch geil. Aber das kann ich mir gar nicht alles merken, die ganzen Kombos. Vor allem Verteidiger. Ja, komm, gib her. Perfektes Ausweichen ist jetzt in der Move-Liste. So, was haben wir hier noch? Drücke Viereck im richtigen Augenblick um alle. Okay. Erhöhe das Timing-Fenster für perfekt Ausweichmanöver. Okay. Ja, das kann ich mir alles gar nicht merken. Dann mach lieber hier das. Das war noch ganz cool. So. Mission. Home Sweet Home. So, wir gucken uns mal ganz kurz. Okay, jetzt leuchten wir. Jetzt haben wir so eine leuchtende Spinne. Der buchstäblich eine Bank zerstört hat. Und nein, damit meine ich nicht Herman Schultz. Ich rede von Spider-Man. Schauen Sie, Schultz ist ein Berufsverbrecher, offensichtlich gestört. Er nennt sich selbst Schocker. Also erwarte ich nicht, dass er geistig normal handelt. Aber Spider-Man behauptet, er sei ein Held. Erzählt das den Bankangestellten, die jetzt arbeitslos sind, den Kunden, die unersetzliche Familienerbstücke in den Schließfächern hatten, hätte er nicht warten können, bis Schultz vielleicht draußen ist, bevor er ihn angreift. Natürlich hätte er dann wahrscheinlich ein paar Autos demoliert. Spider-Man betrachtet nämlich unsere Stadt als seinen Spielplatz und ihr Eigentum als seine Spielsachen. Und wie gern er doch sein Spielzeug kaputt macht. Boah, der Typ ist aber auch schon gut im Hetzen, ey. So. Home Sweet Home. Ach, verdammt. Zwangsräumung. Empire Sanitation, Eddie am Apparat. Ja, hi. Ich versuche ein paar Sachen zu finden, die versehentlich aus einem Container vor meinem... Containernummer? Moment. Uh, 64476. Route 33, der Laster ist schon durch.
Wenn Ihr Zeug nicht da ist, haben Sie Pech. Halt, halt, bitte. Es ist wichtig. Wissen Sie, wo der Laster jetzt ist? Mal gucken. Okay, er sollte im Parkhaus stehen. Ecke Bowery und Grant. Okay, danke, Eddie. Parkhaus. So. Bowery und Grant. Kein Problem. Dann gucken wir mal, dass wir da rechtzeitig hinkommen, unsere Klamotten holen. Da gab es wohl eine Zwangsräumung. Auf alles andere kann ich verzichten. Geil, jetzt kann er zweimal nach vorne schießen. Stick finden. Kann nicht so schwer sein, einen kleinen Speicherstick in einem 30 Tonnen schweren Müllwagen zu finden. Kann nicht so schwer sein, nein, Diggi. Die Forschung mehrerer Jahre ist auf dem Stick. Alles, woran ich seit der Highschool gearbeitet habe. Hallo, Freunde. Natürlich abgeschlossen. Die Leute könnten ja den Müll stehlen. Vielleicht komme ich anders rein. Wie denn? Gleich mal randalieren hier. Hey, klingt kitschig, aber du bist mein Held. Ist mir ein bisschen peinlich, aber sag's keinem. Heb mal was Schweres. Deine Mama zum Beispiel. Wenn ich nichts kaputt mache, ist das auch kein Einbruch. Ja, die Frage ist... Wenn ich nichts kaputt mache, ist das auch kein Einbruch. Ah, gefunden. Das finde ich halt so geil, das sieht so gut aus, wie er immer als Spinne lang krabbelt. Okay, kein Grund zur Panik. Vielleicht haben sie den Müll noch nicht abgeladen. Ist klar. Nada. Jetzt ist Panik angesagt. Empire Sanitation, hier ist Eddie. Sorry, ist es möglich, dass der Laster gar nicht im Parkhaus steht? Klar, ist möglich. Er kann überall im Westen von Chinatown sein. Sehr gut, dann mache ich mich auf den Weg. Und der denkt sich jetzt, what? So, aber wie komme ich jetzt hier raus? Muss ja eigentlich durch den Schacht da oben wieder. Wo war der? Da. Bam. So. Hey, es ist nur eine Vermutung, aber die Jungs holen sich oft eine Pizza, bevor sie abladen. Echt? Ich werde bei den Pizzaläden nachsehen. Eine Idee, in welchem sie sein könnten? In irgendeinem kleinen Laden in der Nähe. Jerry's? Nein, so weit nördlich. Ich meine das alte Jerry's. Oh, ach so. Nein, irgendwas mit L, glaube ich. Larry's? Ist an der East Side. Leo's. Leo's. Ja, das könnte sein. Moment, ich glaube, ich sehe die Laster. Danke, Eddie. Es müssten einige Laster in der Nähe sein. Nein, mein Zeug ist nicht hier. Hier muss irgendwo ein anderer Laster sein. Da hinten. Oder auch nicht. Ja. Da auch nicht. Spaghetti. Du bist echt klein, sagt sie. Keine Spur von meinem Müll, aber was für ein interessanter Geruch. Was für ein interessanter Geruch. Meine einzige Hoffnung. Noch immer nichts, was? Sind Sie sicher, dass Sie hier sind? Die Jungs haben wohl die Route geändert wegen der Osborne-Kundgebung. Wenn der Laster der Route 35 ihren Müll abgeholt hat, ist er vielleicht gerade an der Müllverbrennungsanlage. Müllverbrennungsanlage? Drüben bei der Manhattan Bridge. Beeilen Sie sich besser. Beeilen Sie sich besser, sagt er. Wo ist hier der Rucksack?
unten. Plüsch-Spider! Ein Spielzeughersteller hat diesen Prototypen hergestellt und will eine Lizenz von mir. Leider müsste ich meine Identität preisgeben, um Geld zu bekommen. So. Lü, 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 lü. Lü, 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 lü. Lü, 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 lü. Lü, 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 lü. High Speed! Zur Müllverbrennungsanlage, vor allem seine Forschungsunterlagen. Das ist ja auch ein Mongo. Was macht der denn? Der ist ganz schön verpeilt, dieser Peter. Peter, du bist ganz schön verpeilt. Piti, piti, piti. Die Verbrennungsanlage. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. Oh oh, sieht nach Ärger aus. Hilfe! Ärger, das kommt noch härter. Mist, das wollte ich auch noch updaten, den Netzschießer. Flup, flup. Alles okay? Ja, danke. Diese Gang hat in letzter Zeit die gesamte Nachbarschaft terrorisiert. Vermutlich werden noch mehr herkommen. Ich werde aufpassen. Hey, kann ich ein paar persönliche Sachen raussuchen? Ja, klar, nur zu. Ich mache mich an den Schadensbericht. Da ist etwas. Ich muss die Säcke wegräumen. Er macht so viel Müll hier. Bitte sei hier, bitte sei hier. Ja. Ich hoffe, er funktioniert noch. Ist wohl noch alles da. Sieh mal einer an. Ein alter Prototyp. Sieht fantastisch aus. Warum habe ich ihn nicht fertiggestellt? Ich glaube, das könnte gehen. Uiuiui, jetzt gibt's Netzbomben. Sehr gut. So viel Gadgets, das kann man sich gar nicht alles merken. So, wir wollten auf jeden Fall hier das Ding. Hier das Ding mal aufrüsten. Schneller nachgefüllt. Flupp. So. Das war mir wichtig. So, und jetzt haben wir hier noch die Bombe. Aber irgendwie, wie soll man sich das alles merken, ey? Geschafft! Ganzen Kombos. Da! Da ist der Typ, der sich für Spider-Man hält. Oh. Kalt stellen! Oh oh. Die Kamera gar nicht wegmachen müssen. Bombe. Zurück! Los, Jungs, in uns steckt mehr! Ich will aber das wieder haben. Schaltet ihn endlich aus! Hör auf damit! Komm du mal runter, Junge. Guck mal hier, oder komm. Hoch, oder wie auch immer. So. Okay, nun ja, der Abend läuft nicht wie geplant. Wo soll ich schlafen? Ich könnte das bei MJ versuchen. Ulala. Aber hier können wir noch eine... Hier können wir noch eine Dingsbums machen. Eine Sehenswürdigkeit. Okay, wie überzeuge ich MJ, mich auf ihr Sofa zu lassen? Mal überlegen. Hi MJ, ich bin's, Peter. Könnte ich vielleicht heute nach... Oh, das ist zu formell. Die Williamsburg Bridge. Ein bequem... MJ, ich war gerade in der Nähe und... Einfach sagen, MJ. Hey MJ, da wir jetzt wieder reden, dachte ich. Ich hab Bock auf Vögel, darf ich bei dir schlafen. Punkt. Warum mache ich so eine große Sache daraus? Wir sind nur Freunde, stimmt's? Freunde pennen öfter mal auf dem Sofa. Da ist nichts merkwürdig oder so. Es ist nur ein Sofa.
MJ's Sofa. Was denke ich da gerade? Er könnte viel schlauer sein. Frag doch einfach, ruf an und frag, ob sie Bock auf Pizza hat und Film gucken oder so. Oder erstmal nur Pizza. Film gucken ist ja immer so negativ behaftet. Wow. Wir brauchen noch ein paar Dating-Tipps. Da war gerade noch ein Turm, oder? Da oben. Da. Hab das rote Licht gesehen. So. Entschlüsseln. Wann kommt noch mal Super Seducer 2 raus, damit das Spider-Man Dating-Tipps kriegt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das dauert vor lange noch. Da oben ist noch ein Türmchen. Oder auch nicht. Was ist das denn hier? Eine rote Lampe auf dem Dach? Da ist das Türmchen. So. Dass sie manchmal noch Englisch reden, ist auch ein bisschen komisch, wa? Das soll, glaube ich, nicht so sein. Mein bester Kumpel schreibt mir gerade, wie awesome ist das Spiel bitte? Macht mega Laune. Der Baum öffnet alle Türen. Ja. Das muss Spidey noch lernen. Der Baum öffnet alle Türen. Wer es nicht gesehen hat, guckt mal auf die auf YouTube sich jetzt wundern, was für Super Seducer und was für ein Baum. Wer es noch nicht gesehen hat, guckt mal auf Twitch vorbei. Da haben wir Super Seducer gespielt. Das ist ein Dating-Spiel. Da soll man angeblich Dating-Tipps lernen. Also ein, zwei Sachen waren echt gut. Muss man schon sagen. Die waren echt gut. Die haben auch in Wirklichkeit geklappt. Ich habe es getestet. Eine Benachrichtigung. Anscheinend wurde MJ's Story gerade veröffentlicht. Ich werde einen anderen Schlafplatz finden. Sie hat wahrscheinlich zu viel zu tun. Ey, Spider-Man ist obdachlos, Leute. Wenn Harry hier wäre, könnte ich bei ihm pennen. Home Sweet Home abgeschlossen. Sprachnachricht für mich. Unterdrückte Nummer. Hallo, Spinne. Lang nicht gesehen. Fehl ich dir? Komm zu der Adresse. Fang mich, wenn du kannst. Oh. Die Stimme kenne ich doch. Wer ist das denn? Catwoman oder was? Kundschaftet Orte für Überfälle aus. Sie hat versprochen, damit aufzuhören. Was hat sie sich angesehen? Das da. Ist irgendetwas nicht an seinem Platz? Das da. Ich soll etwas finden. Ich muss ganz genau hinsehen. Da. Eine ihrer Katzen. Sie rüstet sie mit Reichweitenvergrößerern aus und greift die nächsten Signale ab. Yuri soll sie abholen. Catwoman. Felicia ist so klug, sie würde sich damit nicht in Gefahr bringen. Sie wirkt irgendwie verzweifelt. Ich halte die Augen offen. Okay. So, wir haben den Anzug. Welchen Anzug haben wir denn diesmal?
Da oben. Oh Gott, der sieht ja aus, ey. Mit so Schaumstoffpolster, wenn er mal hinfällt, oder was? Richtig dumm. Der ist eigentlich auch ganz geil, oder? Leute, welchen nehmen wir denn? Oder nehmen wir den normalen? Der ist halt auch richtig hässlich hier. Geil, da kommt aber gar nichts bei dem hier. Keine Vorschau. Ich will sowieso alle freischalten. Nehmen wir den mal eine Runde. Bisschen schwarz. Oh, das Blau sieht halt richtig hässlich aus. Hey Yuri, du hast doch noch Blackhearts Anzug und Ausrüstung in der Asservatenkammer, oder? Ich glaube schon. Warum? Ist sie wieder da? Kann sein. Sieh noch mal nach und sag Bescheid, ob ihre Ausrüstung noch da ist. Mach ich. Überwachung abgeschlossen. Hey May, du rufst spät an. Was gibt's? Ich dachte, wir wollten heute gemeinsam essen. Oh, richtig. Tut mir leid, das habe ich vergessen. War ein harter Tag. Wir haben den Zuschuss verloren. Oh, Peter, das tut mir leid. Außerdem bin ich aus meiner Wohnung geflogen. Was? Weißt du, wo du heute Nacht schläfst? Eigentlich, nein, nicht so richtig. Es ist mir etwas peinlich, aber habt ihr Platz im Asyl? Natürlich, du kannst ruhig die Couch in meinem Büro benutzen. Danke, May. Lol, Spider-Man ist obdachlos. Spider-Penner. Brauchst dich doch nur Netz spinnen. So. Dö. Wie kommen wir denn da rein? Nach hier oben. Stimmt, die Tasche. Er muss sich ja erst umziehen. Den letzten schaltet man mit allen Rucksäcken frei. Okay. Unglaublich, dass ich seit Fisks Festnahme nicht geschlafen habe. Ich muss besser auf mich achten. Ja, musst du tatsächlich. Schlaf ist wichtig. Leute, Schlaf ist wichtig. So, wir gehen erstmal hier hoch gleich. Was machst du so spät hier? Ich schlafe, Digga. Also, ich hab den Job. Mays Empfehlung hat geholfen. Die Leute wissen, hoffentlich ist Mays Couch bequem. Wir können uns wieder umgucken hier. Vermisse dich. Voll schön. Was können wir noch so machen? Gar nichts. Okay. Ja, ich mochte Pferde. Macht nicht jeder diese Phase durch? Der war richtig hübsch. Mann, war ich ein Depp. Naja, wir haben alle eine schreckliche Phase. Ich bin auch gerade richtig durch, Leute. So, wir schlafen jetzt eine Runde. Das kann ich nicht annehmen. Du kannst und du wirst. Ich zahl's zurück. Sehr bald. Sag nächstes Mal nur früher was. Oh, du bist genau wie Ben. Schluck diesen Parker-Stolz herunter und akzeptiere, dass du ein Mensch bist. Genauso wie wir alle. Martin. Ich wollte nicht stören. Ich werde für eine Weile nicht in der Stadt sein. Du hast dann hier das Sagen. Du kannst auf mich zählen. Wie lange wirst du weg sein? Ich weiß es noch nicht. Ist alles in Ordnung? Es ist was Persönliches. Ich plane das schon länger. Aber kümmert euch bitte ums Asyl. Es steht für meine beste Seite. Ich werde Dank damit drin. Tja,
Ich sollte wohl mal was tun. Leute, Ling Ling hängt damit drin. Ich sag's euch. Hoffentlich geht's Mr. Lee gut. Hallo? Hey, hast du meine Story gelesen? Ja. Robbie muss ziemlich glücklich sein. Ja, das ging schnell rund. Und stell dir vor, Bürgermeister Osborne möchte Officer Davis heute Nachmittag eine Medaille verleihen. Wow. Halt. Ist heute nicht Osborns Wahlkampfveranstaltung? Oh, jetzt weiß ich, was er vorhat. Ja, wie wir alle. Aber trotzdem eine coole Sache für Officer Davis und seine Familie. Ich werde darüber berichten. Kommst du mit? Ja, natürlich. Bis dann. Vor allem, Leute, ich habe einen Fehler gefunden. Guckt mal, die Blätter, die kommen durch die Wand durch. Die Blätter vom Baum. Seht ihr das? Hihi. Müsst ihr immer drauf achten. Da kommt schon wieder eins. So. Dann gucken wir mal weiter. Osborne Wahlkampf steht an. Da bin ich ja mal gespannt. Da passiert jetzt wieder irgendwas. Irgendwas passiert da. Ich finde es voll geil, dass die in den Zwischenszenen und in den Videos immer die Anzüge auch anhaben, die man gerade trägt. Finde ich sehr nice. Aber hier bei dem Anzug stört mich dieses Blau. Wenn das Blau nicht da wäre, wäre das viel geiler. Spinne da, den Blau sieht total scheiße aus. Naja. Couchsurfing. Oh, es ist so peinlich, von May Geld anzunehmen. Ich sollte der Stadt helfen, um das irgendwie auszugleichen. Erkunde die Stadt, um Ausrüstung und Fähigkeiten zu verbessern. Was haben wir denn hier noch? Eine Nebenmission? Dann machen wir die doch gleich mal. Hungrig? Howard, lang nicht gesehen. Wie geht's Pidgey? Nicht so gut heute. Vermisst seine Verwandten. Es war für uns beide ein bisschen hektisch. Unser Zuhause wurde zum Gewerbegebiet umgewandelt und wir mussten erst mal ins Feast ziehen. Tut mir leid. Vermieter aus New York können so herzlos sein. Als sie mich rausgeworfen haben, haben sie meine ganzen Vögel freigelassen. Pidgey ist der Einzige, der mich gefunden hat. Ich habe die anderen wirklich überall gesucht, aber mit meinem kranken Bein... Weißt du was? Ich dreh mal eine Runde. Wie wär's, wenn ich nach ihnen Ausschau halte? Jetzt sollen wir Vögel fangen? Alter. Der Kammerjäger ist da. So. Das würdest du tun? Jawohl. Oh, danke. Ruf mich bitte an, wenn du erfolgreich bist. Machen wir, Chef, machen wir. So, das heißt, wir müssen jetzt... Guck mal, da ist wieder eine Katze. Da ist wieder eine Katze. Wo ist er? Da ist er. Town. Hey Jeff! Glückwunsch zur Zeremonie heute. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ein Laster voller Dämonen ängstigt mich weniger als eine Rede. Aber ich rufe irgendwas anderem an. Was gibt's? Die Dämonen sollen zu Fisks Baustelle im Stadtzentrum unterwegs sein. Meine Frau bringt mich um, wenn ich die Vorbereitungen für die Zeremonie verpasse, um Räuber und Gendarm zu spielen. Aber vielleicht hat mein Partner ja Zeit. Verstanden. Ich schau vorbei und sag Bescheid, was ich herausfinde. Und hey, noch ein Tipp für die Rede. Einfach alle in Unterwäsche vorstellen. Bis auf Osborne. Ha, nur ein Scherz. Noch eine Kamera. Das muss Black Cat sein. Bist du eifersüchtig auf meinen anderen Mann? Das hoffe ich. Aber ich stehe nicht auf böse Jungs. Na bitte, warum tust du das, Felicia? Du weißt, dass ich dich kriege. Tja, warum tut sie das? Will uns wieder in eine Falle locken. Da hängt die Katze. Die Katze im Sack. Noch eine Nachricht von Doc. Peter, ich will es nicht beschreiben, aber die Spur, die ich verfolge, könnte das Projekt nicht nur retten, sondern auch auf Wege führen, die wir uns nie erträumt hätten. Alles passiert aus einem Grund. Sogar Normans Versuch, uns auszuhebeln. Hoffentlich klappt das. Docs Arbeit ist zu wichtig, um unvollendet zu bleiben. So. Rüber.